Hier gibt es dann ein Capon. Das ist ein Hahn aus Frankreich. Der wird einfach kastriert, wenn er 8 Wochen alt ist, damit er ein bisschen fetter im Gewebe wird und deshalb sehr, sehr schmackhaft. Bin gespannt. So, was brauchen wir für so einen Capon? Also, nachher mit Salz, Pfeffer einreiben. Und dann wird er gefüllt mit natürlich Salz, Pfeffer. Und dann eine Mischung aus kleingeschnittenem Toastbrot, Äpfelchen, weißer Zwiebel, Kräutern, das ist hier Thymian, Bohnenkraut, Rosmarin und Lorbeer und Petersilie. So, jetzt machen wir erstmal hier ein Beet. Bauen wir jetzt erstmal für unseren Capon. Dafür ein bisschen Suppengrün, aber ganz wenig, mit Petersilie logischerweise. Dann Lorbeer und Thymian, Geflügelfond. Braucht nachher noch einen Weißwein, das sind 2 Petersilienwurzeln, Staudensellerie, 2 Knollen, ganze Knollen, Knoblauch frisch, Salz, Pfeffer und Olivenöl. So, und jetzt habe ich das alles klein geschnipselt und ihr seht, dass ich die Knoblauch nur angeritzt habe und die liegt jetzt hier im Ganzen drin. Warum, seht ihr nach ganz am Ende, könnt ihr nämlich den einfach ausdrücken und aufs Brot schmieren, das ist super für die Beilage. So, Salz, Pfeffer habe ich schon drauf und ganz am Ende dann noch bisschen Olivenöl drauf träufeln, ganz wichtig. Am besten gutes Öl nehmen, ne? Vor allem, dass er die Knoblauchzehen erwischt. Und dann kommt der Capon drauf. So, jetzt habe ich hier die weiße Zwiebel, das Weißbrot, den Petersilie, Thymian, Bohnenkraut, Rosmarin und den Apfel kleingeschnitten, Pfeffer, Salz drauf und alles schön jetzt mischen und dann kommt es in den Capon rein. So, jetzt seht ihr den Capon hier. Ich habe jetzt den auf beiden Seiten zu und ihr seht hier immer ein bisschen gekämpft. Alles reingefüllt. Am besten geht es wirklich mit so einem kurzen Grillspieß. Da kommt ihr am besten ins Geflügel immer durch. Könnt ihr richtig zumachen. Ich habe da zusätzlich noch ein paar Holzstäbe drauf, aber eigentlich reicht so ein Grillstab. Ne? Jetzt geht es auf die Brust. Auf der Brust unten in den Bräter. So, jetzt liegt er auf der Brust unten, hier auf seinem Gemüsebeet, im Bräter, aber offen, bei rund 120 Grad für so 25 Minuten. So, und daraus mache ich jetzt die Soße, Quatsch, die Marinade, die ich immer wieder überpinsel. Also Fischsoße, nur ganz wenig davon. Dann habe ich ein bisschen Honig hier, flüssiger Honig, am besten ein bisschen Goldsaft. Eine Zitrone und Paprika. Das ist alles ein bisschen vermischen und immer wieder einpinseln den Capon damit. So, ich habe hier mal schon mal Salz, Pfeffer und ein bisschen Paprikapulver süßes reingetan. Jetzt kommt Olivenöl dazu für die Marinade, mit der ich ihn nachher bepinsel. Und das ist Fischsoße. Wichtig, nochmal ein bisschen Paprikapulver. Das gibt der ganze Farbe. So, dann tut er einfach noch ein bisschen Zitronensaft dazu. Wir können eine ganze Zitrone reinpressen. So, wichtig ist dann noch ein bisschen Honig dazu zu tun. Da reichen so 3-4 Teelöffel. So, und am Ende noch ein bisschen Goldsaft für die Farbe. Bevor der Deckel drauf kommt, noch mal ein bisschen Weißwein drauf. Ein halbes Glas. So, nach einer Stunde, da müsst ihr dann mal rumdrehen, schaut dann so aus und auf 160 Grad rumregeln, Deckel aber wieder drauf. So, kurz vor Ende, nochmal umdrehen, nochmal Deckel drauf für eine halbe Stunde dann. So, was ihr dann macht ist, ihr holt ihn aus dem Gerät heraus, kippt alles, also auch das ganze Beet, das Gemüse, kippt ihr um in den Deckel vom Bräter, legt ihn wieder rum und nehmt die Marinade und pinselt ihn immer schön mit Marinade ein. Gleichzeitig den Grill hochregeln auf 230 Grad und das jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde. Ja, so sieht der Capon, also der Hahn aus Frankreich, am Ende aus, wenn er noch mal eine halbe Stunde lag, bei 220, 230 Grad mit der Marinade drüber. Und jetzt hole ich ihn mal rein. Mach mit meinem. Willst du darauf sehen?